Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte mit dir ein paar Krähen zeichnen. Und es ist so, dass ich die Skizze nicht von einem Foto abgemalt habe, sondern ich habe diese Krähen tatsächlich hier vor meiner Haustür gesehen. Gerade wenn zum Beispiel gemäht wird, dann eignet sich diese große offene Fläche einfach super gut zur Nahrungssuche. Ja, und dann habe ich mich etwas entfernt im Gras platziert und habe die einfach skizziert. Es ist übrigens wichtig, vor allem im Winter auch nicht zu dicht ranzugehen, auch wenn es verleitet. Aber man muss sich halt vorstellen, dass jedes Mal, wenn die Vögel auffliegen, das wahnsinnig Energie kostet. Und deswegen ist es gut, wenn man ja die da ein bisschen in Ruhe lässt. Ich hatte auf jeden Fall Glück. Ich war weit genug entfernt, so dass die Raben einfach ganz unbeirrt weiter nach Futter gesucht haben. Ach ja, eigentlich sind es Krähen. Also, falls ich manchmal mit Raben und Krähen durcheinander komme, dann entschuldige bitte. Es ist tatsächlich immer noch schwierig für mich, zu unterscheiden, was welche Art jetzt genau ist. Also, hier haben wir jetzt aber auf jeden Fall Saatkrähen. Die erkennt man daran, dass sie halt so einen richtig großen, hellen Schnabel haben. Es haben sich aber auch noch ein, zwei andere Arten hier versteckt, aber später mehr zu denen. Ja, was kann man generell erstmal über Saatkrähen sagen? Also, sie gehören ja zu den Raben und die gelten ja generell als wahnsinnig intelligent und auch super sozial. Deswegen trifft man die wie hier auch eigentlich immer in großen Gruppen an. Sie sind super ruffreudig, also sie haben auch die ganze Zeit sich so ein bisschen unterhalten, also ein bisschen gekräht und ja, haben auch ganz, ganz viele verschiedene Laute. Also ja, ihre Sprache ist auch sehr komplex. Eine Spannweite haben sie von fast einem Meter. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr groß. Und jetzt, wenn sie aber so normal stehen, dann sind sie 45 Zentimeter groß. Ja, und generell essen sie halt super gerne, vor allem Insekten. Aber manchmal zum Beispiel auch gerade im Winter ist es vielleicht mal schwieriger. Jetzt zum Beispiel, wenn alles vereist ist, dann greifen sie auf jeden Fall auch mal zu Samen oder Nüssen zurück. Ja, und ich habe schon öfter mal einen mit einer Walnuss gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier einen Walnussbaum gibt oder ob die gefüttert werden. Auf jeden Fall finde ich, sieht das immer sehr lustig aus, wenn dieser Rabe dann so eine große Walnuss im Schnabel hat. Und was ich spannend fand, war, dass wenn eine von diesen Krähen eine Walnuss gefunden hat, dann ist sie damit auf einen Baum gegangen und hat die halt mit dem Schnabel kaputt gehackt. Ich weiß jetzt nicht, warum die das nicht auf dem Rasen machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine andere Krähe dann diese Nuss klauen könnte. Oder sie brauchen wirklich diesen harten Untergrund, um eine Nuss zu knacken. Vielleicht geht es besser auf der Erde, die ist ja etwas weicher. Generell bin ich ja recht neu auf YouTube, deswegen würde mich mal interessieren, ja, wie ist das eigentlich bei dir? Also bist du jetzt eher hier wegen der Aquarellmalerei oder interessierst du dich auch schon für Vögel? Ich habe dann hier auch noch die Sonne gemalt, damit ich später auch noch weiß, von wo das Licht kam. Dann habe ich auch sogar noch einen anderen Vogel gehört, und zwar eine Kohlmeise. Und ich fand sehr interessant, mich mal damit zu beschäftigen, wie auch Vogelstimmen klingen. Also das habe ich bisher nicht so gemacht und deswegen ja, lege ich da jetzt noch mal einen besonderen Fokus drauf und habe hier so mir aufgeschrieben, wie sich das für mich angehört hat. Und dann vermerke ich mir hier auch noch die Uhrzeit, wie kalt es an dem Tag war und das Datum. Ich finde das vor allem, wenn man sich das Buch später nochmal anguckt, total interessant. Also, dass man sieht, okay, 11 Uhr ist ja relativ früh, also zumindest vormittags, und da scheinen die Vögel eher unterwegs zu sein. Also nachmittags gehen sie nicht so auf Futtersuche. Zumindest habe ich das bisher noch nicht beobachten können. Und ich denke mal, man sagt ja auch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass sie eher früh unterwegs sind. So, dann zeichne ich hier noch so ein paar kleine Gräser ein. Es sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Unterschrift. Aber ich glaube, gerade wenn ich das später noch in einem Grünton färbe, dann wird man es schon erkennen. So, dann schnappe ich mir hier Grau. Also ich habe tatsächlich kein Schwarz in meiner Farbpalette, weil mir dieses Grau eigentlich schon wirklich dunkel genug ist. Und ich mag das, wenn man schon noch den Feinliner erkennt. Ja, und dann fange ich erstmal an, die ganz grob auszumalen. Ich gehe jetzt auch noch nicht mit dem dunkelsten Grau rein, was ich mit der Farbe mischen kann, sondern eigentlich noch mit einem recht hellen Ton. Und ich mache das wirklich total locker. Also wenn ich hier über die Linien komme, ist das für mich gar kein Problem. Und ich lasse auch immer mal so ein paar Stellen frei. Ich finde, dadurch wirkt es ein bisschen plastischer, als wenn ich die jetzt halt einfach komplett ausmale.
Ja, und hier haben wir unsere Überraschungsgäste. Das sind zwei kleine Dohlen und dann auch noch eine Nebelkrähe. Das ist auch gar keine Seltenheit. Also diese verschiedenen Rabenformen, die bilden auch sehr gerne mal Schwärme. Nur die Elster zum Beispiel, die ist lieber dann mit ihren Artgenossen unterwegs. Als nächstes nehme ich mir einen Ockerton und auch noch einen Weiß, damit ich das Ganze ein bisschen heller bekomme. Und so habe ich dann ungefähr die Schnabelfarbe. Auch da bin ich gar nicht so genau. Ich mache das wirklich mehr so nach Gefühl. Also ich gucke jetzt echt nicht nochmal im Internet, wie die genau aussahen, sondern so, wie ich das im Kopf habe. Das finde ich irgendwie sehr interessant bei zumindest dieser Art jetzt von Bildern, die ich male. Eigentlich auch interessant war, dass dieser Tag irgendwie sehr frostig war. Also es waren halt 6 Grad, es war schon ziemlich kalt, aber die Sonne hat halt geschienen. Und ich finde, das ist mal so ein schöner Kontrast, also so ein richtig kalter Tag irgendwie, wo dann doch die Sonne durchscheint. Das finde ich irgendwie total angenehm. Ja, dann gehe ich jetzt einfach nochmal mit einem dunkleren Ton rein und male ein bisschen die Schatten. Auch hier bin ich voll intuitiv. Ich gucke halt ein bisschen, okay, von wo kam das Licht? Also wird jetzt zum Beispiel rechts unten es dunkler sein bei den Krähen als jetzt links oben. Ich habe auch wirklich nur das gemalt, was ich gesehen habe. Deswegen haben die ganzen Vögelchen hier keine Füße, weil ich die tatsächlich einfach nicht gesehen habe. Also die sind im Gras verschwunden. Und auch die Augen zum Beispiel male ich nicht, weil, also die waren halt wirklich ein bisschen weiter entfernt und auch durch das schwarze Gefieder habe ich die tatsächlich einfach nicht gesehen. Und während ich jetzt noch ein bisschen weiter male, möchte ich dir gerne noch was über Dohlen erzählen. Also generell erkennt man die daran, dass die einfach kleiner sind als die Saatkrähen. Also Saatkrähen sind schon wirklich große Vögel. Und Dohlen, die haben halt, wie ich es auch gemalt habe, eigentlich wie die Nebelkrähe, eine recht ähnliche Färbung. Aber was an denen sehr besonders ist, sind die strahlend blauen Augen. Also manchmal sehen die sogar auch richtig weiß aus und spätestens daran erkennt man die dann auf jeden Fall zu 1000%. Und Dohlen sind auch super gesellig. Also es könnte tatsächlich sein, dass die beiden, die hier zusammen rumstolzieren, auch ein Paar sind. Es ist mir nämlich schon öfter aufgefallen, dass es immer so eine Zweiergruppe von denen gibt. Und soweit ich weiß, können die zwar bestimmt Rufe von den Saatkrähen auch so verstehen, aber ansonsten haben die schon auch ihre eigene Sprache. Auch wenn die sich jetzt wirklich so gut in diesen Schwarm einfügen und zum Beispiel auch oftmals zusammenfliegen. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, gehe ich mit einem weißen Gelliner über die Stellen, wo Licht hinkommt. Dadurch, dass ich hier auf graues Papier male, kommt dieses Weiß einfach nochmal sehr, sehr stark zur Geltung. Das finde ich sehr, sehr schön. So, auch hier gehe ich wieder recht intuitiv vor. So ungefähr, da könnte es passen und dann ist das auch in Ordnung. Es ist ja wirklich jetzt hier nur eher eine Skizze, auch wenn es für mich eigentlich schon das Höchste ist, was ich malen kann. Aber dennoch soll das skizzenartig aussehen, also das gefällt mir auch gut. Bei der Elster male ich dann natürlich noch die hellen Federn und auch den hellen Bauch. Dann nehme ich mir ein Saftgrün und mische das Ganze noch mit Umbra gebrannt. Das ist einfach ein Braunton. Und dadurch, dass ich das Braun in das Grün mische, erhalten wir so einen richtig schönen, satten Grünton, der nicht zu sehr nach Frühling aussieht, sondern schon eher ja, ein bisschen erdig, ein bisschen kalt. Und auch hier gehe ich jetzt wieder so ganz spontan über die Fläche, mal mit einem etwas detaillierteren Strich und manchmal wirklich als breite Fläche. Ich achte aber ein bisschen darauf, dass ich doch vorne etwas mehr Details habe. Man macht ja immer vorne mehr Details als im Hintergrund. Aber da das ganze Bild hier eigentlich recht nah ist insgesamt, ist das nicht schlimm, wenn auch alles relativ gleichwertig aussieht. Und da wir auch vorne ja schon ein bisschen dieses Gras angedeutet haben, reicht das für mich jetzt eigentlich auch. Dann hat man schon ein bisschen diese Tiefenwirkung und ja, das ist hier in dem Bild genug, wie ich finde. Falls du dich gewundert hast, was das eigentlich da rechts für ein kleiner Pfeil ist. Also dieser eine Rabe, das ja, ist ein Rabe im Flug. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt. Ja, und dann sind wir auch schon fertig. Also ich muss echt sagen, aktuell ist das einfach meine liebste Form des Malens, weil da halt wirklich ja auch eigene Emotionen drin stecken oder mein eigenes Gefühl und es wirklich so eine schöne Momentaufnahme ist. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich mir im Nachhinein lieber nochmal angucke, weil ich dann einfach so sehr diesen Moment nochmal fühle. Auf der linken Seite male ich dann auch einfach noch ein, zwei Dinge, die ich dann gesehen habe auf meinem Weg.
Also später ist mir nochmal so ein Rabe begegnet. Also die sind dann tatsächlich einfach auf eine andere Wiese geflogen. Und ich wollte unbedingt nochmal mir aufmalen, wie dann immer ein Einzelner so in den Baum verschwindet. Dieser hatte dann auch keine Walnuss dabei. Also die meisten Raben sind ja nur aus dem Grund auf dem Ast geflogen, weil sie halt die Walnuss in Ruhe essen wollten. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht war das hier der Aufpasser oder so, keine Ahnung. Der Rabe, der gucken muss, ob alles in Ordnung ist. So, und ich finde, so können wir die Seiten jetzt lassen und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Dann danke wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, du hattest auch Spaß dabei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Adios!